5 ganz fiese Gesprächstricks von Narzissten, wie er sie perfekt manipuliert, wie kann ich die erkennen, wie komme ich da raus und wie kann ich dagegen ausgezeichnet kontern. Der Narzisst ist Taktiker, der Narzisst ist Stratege, der ist intuitiv so, dass er genau spürt, wie treffe ich jetzt den anderen, wie komme ich voll am Punkt und wie kriege ich das, was ich will. Das ist der Narzisst und das sind auch seine Begabungen und seine Fähigkeiten. Deshalb sind die Narzissten, heißen sie auch in Führungspositionen oder in öffentlichen Positionen, weil sie halt sich gut präsentieren können. Das ist okay, ja. Sind wir froh, dass es Leute gibt, die sich darum intuitiv auch bemühen. Aber ich brauche niemand, der mich, weil er intuitiv begabt ist, dann manipuliert. Und das muss ich unterscheiden. Ich möchte jemanden, der intuitiv seine Begabung nützt für die Allgemeinheit und fürs Gemeinwohl und fürs Positive, aber nicht für sich. Und das ist der Riesenunterschied. Und im Folgenden möchte ich Ihnen jetzt 5 Tricks bringen, damit Sie die schneller entlarven, 5 Strategien, damit Sie die durchschauen und nicht darauf reinfallen. Erstens der Emotionsvampir. Der saugt sie aus mit seiner Emotion und versucht, sich selber groß zu machen. Er lobt sie vielleicht kurz, um ihnen nachher ein schlechtes Gefühl zu vermitteln, dass sie es ohne ihn sowieso nicht schaffen. Oder wenn sie einen Erfolg haben, dann sagt er, super, dass du jetzt den Erfolg hast und gratuliere zu diesem neuen großartigen Posten, ja, aber mal schauen, wie lange du es durchhältst. Also ich traue dir jetzt ehrlich gesagt nicht zu, dass du es lang schaffst. Schau deine letzten Male an, bist immer gescheitert. Wenn du mich fragst, ich würde es besser können als du. Hä? Will ich überhaupt nicht wissen von dir, deshalb werde ich dir auch nichts mehr erzählen. Das ist dann eh schon sehr, sehr auffällig, wenn er es so macht. Unauffälliger macht der Narzisst, ah, super, dass du diesen Job jetzt hast, ja. Halt mich am Laufenden, wie es dir geht, ich werde von dir eh noch was brauchen. Und du brauchst wahrscheinlich mich um dich, und ich werde dich da wahrscheinlich unterstützen können, damit du diesen Job noch länger behältst, weil du weißt, da oben ist das Eis schon dünn und so weiter. Ja, also die Luft ist dünn und das Eis ist brüchig und so weiter. Also er macht dir noch Angst und bindet sie gleichzeitig an sie und vermittelt gleichzeitig, ohne mich schaffst du es nicht. Das ist so dieser Emotionsvampir, der Energievampir, der ihnen alles rauszieht, wo sie sich nachher schlechter fühlen nach dem Gespräch als vorher. Wenn das der Fall ist, typischer Trick, er macht sich unentbehrlich, sie sind die schwache, dumme Kleine, kommt nicht in die Tüte, diesen Typen brauche ich nicht mehr, weil der hilft mir genau gar nichts, der hilft nur sich selbst. Zweiter fieser Trick, Strategie, diese Wahrheitsakrobatik, die in Wirklichkeit eine Lüge ist, er dreht sich die Wahrheit immer so hin, wie er es will, kann auch das wirklich super gut formulieren, muss man echt ihm lassen. Also wenn er jetzt was gestohlen hat, dann sagt er, ich habe natürlich nichts gestohlen, sondern ich habe mir nur das genommen, was andere wahrscheinlich eh nicht mehr brauchen. Und vor allem, es tut gut, wenn ich das genommen habe, dann kann ich es gut einsetzen, weil ich weiß, wofür man die Dinge einsetzt. Er hat gestohlen, fertig, aus Pause. Ja? Oder er ist fremdgegangen und dann erklärt er, das war natürlich überhaupt kein Fremdgehen, sondern es war eine intensive Beziehung, die geholfen hat, dass diese Person reift und dass ich reif, und es tut unsere Beziehung gut. Deshalb war es gut, dass ich auch erkannt habe, dass andere Menschen und andere Frauen jetzt in dem Fall nicht so gut sind wie du, und deshalb bleibe ich ja gern bei dir. Hä? Was jetzt? Bist fremdgegangen, fertig, aus Pause. Also was jetzt, ja? Die Wahrheit wird sowas von verdreht, dass sie sich denken, bin ich jetzt deppert oder was? Ja, was ist jetzt passiert? Der erklärt mir wirklich, dass grün blau ist und das blau rot ist. Ja, was ist das jetzt? Und ich glaube es ihm sogar, weil er kann das so authentisch vermitteln mit so einer Ehrlichkeit und bitte glaub's mir, ja, dass ich mir denke, okay, wenn er das wirklich so meint, nein, stopp, es ist falsch, es ist Lüge. Lassen Sie sich nicht ärgern, lassen Sie sich nicht verwirren und lassen Sie sich nicht manipulieren. Lüge bleibt Lüge und Wahrheitsakrobatik gibt's nicht. Solche Gesprächstricks erkennen Sie ganz schnell, wenn Sie schon merken, der fängt an herumzureden und fängt an, Dinge anders zu interpretieren, anders zu bewerten. Dann ist es bereits Lüge. Drittens, der Meister, der Ihnen die Schuld zuschiebt. Er ist immer schuldfrei und Sie sind immer schuldig. Täter, Opferumkehr, Schuldumkehr, alles das, ja, wo Sie sich denken, was ist jetzt los, ja? Es ist ganz offensichtlich, dass er zu spät gekommen ist. Wir haben ausgemacht, dass er um 18 Uhr da ist, ja,
und er kommt um 18.30 Uhr und ist noch dazu verärgert, warum er jetzt schon da sein muss, ja. Und ich denke mal, Entschuldigung, wir haben 18 Uhr ausgemacht, oder habe ich mich verhört, oder habe ich es falsch geschrieben? Ich hab's am Handy, 18 Uhr steht da, warum kommst du um 18.30 Uhr und bist noch verärgert? Ja, was fällt dir ein, dass immer ich jetzt schuld bin? Du weißt ja gar nicht, wie viel ich zu tun habe und ich bemühe mich eh so und so. Ist ein unglaubliche Frechheit, dass du es wagst, mir jetzt die Schuld zuzuschieben, nur weil ich eine halbe Stunde zu spät komme. So geht das überhaupt nicht weiter. Und dann wird die Person unsicher und denkt sich, okay, das habe ich nicht gewusst, dass dieser Mensch so unter Druck ist. Ich muss mich zurückhalten. Das spielt er aber immer. Und er spielt immer, wenn er merkt, er hat einen Fehler gemacht, entschuldigt sich er nie, sondern wird immer den anderen versuchen, die Schuld reinzuschieben, damit er weiterhin so tun kann, wie er tun will. Passt auch ähnlich mit dem Lügen zusammen, mit der Wahrheitsakrobatik. Der Schuldzauberer, den kannst du vergessen, ja, weil der wird nie zugeben, dass er auch mal einen Fehler gemacht hat. Warum? Weil der Narzisst macht ja nie einen Fehler. Der Narzisst ist immer super. Deshalb, wie können Sie diesen Gesprächstrick erkennen, indem er Ihnen auch schon wieder eine Lüge erklärt, warum er so wichtig ist, dass er jetzt das Recht hat, eine halbe Stunde zu spät zu kommen. Kommt nicht in Frage. Entweder wir machen was aus oder ich bin halt um 6:30 nicht mehr da. Viertens, der Komplimentköder. Der Narzisst weiß genauer, wie er den anderen kriegt und er legt ihm einen Köder aus, indem er ein kleines Kompliment gibt, um dann nachher alles zu kassieren. Also Beispiel, ich mache ihm etwas, ja, mache ihm ein gutes Essen und er ist super zufrieden und ist total begeistert, wie gut das Essen war. Und nachher sagt er, das erwarte ich mir aber schon morgen und übermorgen auch, ja. Das ist jetzt der Alltag, ja. Nein, ich habe dir heute ausnahmsweise ein gutes Essen gemacht. Das ist nicht die Regel. Ich muss es sofort stoppen. Weil sonst versucht er mit dem Komplimentköder mich sofort für was anderes zu kriegen. Oder ich mache ihm heute ein gutes Essen und er erwartet sich dann, dass ich jetzt mit ihm den ganzen Abend verbringe. Und er noch sich aussuchen kann, was er noch alles haben will. Nein, kommt nicht in Frage, sondern das war ein freier Akt, ihm ein gutes Essen zu machen, auch aus Liebe, ja. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt da andere Dinge tun muss, die er sich wünscht, erwartet und ersehnt und wo er dann nachher das Recht hat, beleidigt zu sein, weil ich ihm ja nichts gebe. Doch, du hast ein gutes Essen gekriegt und das reicht. Und mehr braucht's nicht. Wenn Sie merken, Sie werden ständig von was geködert und müssen ständig was tun, damit er zufrieden ist. Nur wenn ich den Sex kriege, den ich will, dann ist der nächste Tag in Ordnung. Ansonsten ist der nächste Tag furchtbar. Ja, ja, ich brauche solche Köder nicht. Ja? Ich erkenne die Köder und sage, so stelle ich mir keine Beziehung vor. Fünfter fieser Trick ist, wenn du den anderen nicht überzeugen kannst, dann verwirre ihn. So lebt der Narzisst. Dieses Verwirrspiel der 1000 Fragen ist oft Gehirnwäsche pur. Weil er nicht das kriegt, was er will, löchert er sie mit Fragen, wo immer Vorwürfe dahinter sind, wo sie ständig getriggert werden, wo sie ständig merken, ich komme da in Panik, ich muss das tun, was der jetzt will. Wenn ich das nicht tue, dann ist es mit mir schwierig und dann kriege ich die Krise und dann bin ich schuld. Ja? Also er schafft es dann auch super, mir Schuld einzuflößen und er triggert mich am laufenden Band. Daher empfehle ich wirklich diese 5 Schritte der emotionalen Triggerstrategie zu entlarven. Ich habe für Sie einen Rettungsplan erstellt, dass Sie in 5 Schritten aus dieser ständigen Überforderung, gegen diese ständigen Überreizung, gegen der ständigen Alarmierung herauskommen. Triggerfrei.at finden Sie unten in der Beschreibung dieses Videos. Und bitte lassen Sie sich nicht triggern. Ja? Dieses Verwirrspiel der 1000 Fragen dient nur dazu, dass Sie am Schluss wieder gefügig sind. Der bombardiert Sie mit Nachrichten, ja? Der macht Sie Meier, der führt ein Verhör. Am Schluss sind Sie nur froh, wenn er keine Fragen mehr stellt, wenn Ihnen keine 1000 Nachrichten mehr schickt. Stopp, ich will nicht einmal eine einzige Nachricht und du hast doch gar nicht das Recht, mich durch Fragen zu manipulieren. Weil wer fragt, führt, wer fragt, manipuliert und wer fragt, kommt zu seinem Ziel. Und das kommt nicht in Frage. Stopp, ich lasse mich nicht verwirren. Daher, wenn Sie diese Gesprächstricks erkennen, diese rhetorischen, sehr gut eingesetzten Stilmittel, kommen Sie raus aus dieser ständigen Manipulation, in der Sie gehalten werden, in dieser ständigen Gefangenschaft, in der Sie gehalten werden. Raus aus dieser furchtbaren, toxischen Beziehung.
Ich bin gern für Sie da, Sie können mich gern kontaktieren. Ich begleite Sie da durch und ich begleite Sie da raus, dass Sie es behirnen, damit Sie es verstehen, wie Sie da rauskommen, wie Sie durchhalten. Alles Gute für Sie.